Im Leben von Christina Barleben dreht sich schon lange vieles um Computergames. Und das ist schon seit ihrer Kindheit so. Also die ersten Computerspiele hat mein Vater selber für uns programmiert. Als wir dann das erste Mal umgezogen sind, haben meine Eltern uns, meiner Schwester und mir jeweils einen Wunsch freigegeben. Und meine Schwester hat sich einen Hamster gewünscht und ich einen C64. Mittlerweile entwickelt und gestaltet Christina Barleben selber Spiele. An einem Aspekt der Games-Welt stößt sie sich seit Jahren. Während die Spiele in den letzten Jahrzehnten immer einfallsreicher, grafisch anspruchsvoller und dramaturgisch komplexer wurden, hat sich das Darstellungsmuster für weibliche Spielcharaktere kaum verändert. Im Vergleich zu den komplexen Hintergründen männlicher Helden ist die Liste der Frauenbilder weder besonders lang noch besonders originell. Viele, also sehr, sehr viele der Produktionen, auch heutiger Produktion, funktionieren ganz stark dadurch, dass eben eine Frau entführt wird oder gefangen genommen wird oder irgendetwas mit einer Frau passiert, die der Held dann tatsächlich retten muss. Ob hilflose Jungfrau, sexy Begleiterin, vollbusige Kämpferin oder dekorative Hintergrundfigur, Frauen in Games werden aus Schablonen produziert. Nicht alle Gamer stört das. Jeder Mann möchte gerne die Heldenrolle. Und am Ende, wenn der Held alle befreit hat, hat er halt alle Mädels, sag ich mal. Ist halt ein Traum, den man da auslebt. Es ist halt einfach so, dass es zu viele männliche Spieler gibt, sag ich mal. Und dementsprechend die weibliche Fraktion relativ klein angesiedelt ist. Ähnlich stereotyp, wie sie Frauen in den Games porträtieren, stellen sich die meisten Entwickler offenbar auch die Spieler vor dem Bildschirm vor. Männlich, jung und hormongetrieben. Doch dieses Klischee hat mit der Realität längst nichts mehr zu tun. Eine Studie des Bundesverbands für interaktive Unterhaltung ergab, von 23 Millionen Online-Spielern sind fast die Hälfte Frauen. Die Hamburger Spieleschmiede Intenium hat sich auf die weibliche Zielgruppe spezialisiert. Ich denke, dass wir als Industrie es geschafft haben, Gaming in den westlichen Ländern und in der ehemaligen UdSSR zu einem akzeptierten Phänomen zu machen, auch für Frauen. Spielen hilft, den Kopf wieder frei zu bekommen, sich für 5 Minuten aus der Realität auszuklinken und wann immer man will, zu ihr zurückzukehren. Nicht zuletzt durch den Erfolg von browserbasierten, sogenannten Casual Games wie Farmarama oder Bonga, die ohne spezielle Games-Hardware auskommen und schnelle Erfolgserlebnisse mitbringen, ist Computerspielen in der breiten Masse der Bevölkerung angekommen. Die einstige Jungmännerdomäne ist längst keine mehr. Wer sich allerdings für eine Abschaffung des mittelalterlichen Frauenbildes stark macht, hat es nicht leicht. Das musste jüngst auch die amerikanische Medienwissenschaftlerin und Feministin Anita Sarkeesian erfahren. Als Reaktion auf eine geplante Webserie über Frauenrollen in Videospielen brach im Web ein Fäkalsturm über sie herein. Sie wurde bedroht und beleidigt und ihre Wikipedia-Seite musste vom Netz genommen werden, nachdem sie mit pornografischen Bildern und Links überflutet wurde. Eine selten heftige Attacke, aber durchaus kein Einzelfall. In der Welt der Online-Games, in der meist unter Pseudonym gespielt wird, kann sogar schon das Bekenntnis zum eigenen Geschlecht fatale Folgen haben. Was ich persönlich sehr krass finde, ist, dass es sehr, sehr viele Reaktionen gibt auf Frauen, die sich quasi in Online-Games als Frauen geoutet haben. Es gibt ganze Internetseiten im Netz, bei denen genau das protokolliert ist, nämlich diese hässlichen Antworten, die sie dann drauf bekommen haben. Nur weil sie Frauen sind und die definitiv belästigend, sexistisch und gemein waren einfach. Der Ton in der Szene ist rau. Dass sich Spielerinnen in Chats und Foren fast täglich sexistischen Beschimpfungen ausgesetzt sehen, sieht Dennis Ayranchi nicht als Problem. Ich kann es durchaus verstehen, dass sich da wahrscheinlich einige Frauen aufregen, aber jetzt mal Hand aufs Herz, nehmt es echt nicht so ernst, also nehmt es euch bloß nicht zu Herzen. Online wie offline sind es Ignoranz, Beschwichtigungen und Verharmlosungen, die bei Opfern sexistischer Angriffe für eine zweite Demütigung sorgen. Das Desinteresse der Massen gegenüber diesen Verletzungen existiert in vielen gesellschaftlichen Arealen und es ist beileibe kein alleiniges Problem der Gamer-Szene. Allerdings ist es hier besonders deutlich sichtbar.